Ein Herr Köster von der Mordkommission ist gekommen. Er möchte Herrn Dr. Brinkmann sprechen. Bitten Sie ihn in mein Arbeitszimmer und sagen Sie, ich käme gleich. Darf ich Ihnen was anbieten? Tee? Kaffee? Ein Cognac? Oder Sherry? Nein, danke. Ein Bier? Danke, nein, sehr freundlich. Super. Guten Tag, Herr Köster. Mein Name ist Brinkmar. Guten Tag, Herr Doktor. Bitte nehmen Sie Platz. Danke. Bitte bieten Sie mir nichts an. Ich habe dem Butler schon alles abgelehnt. Herr Köster, was kann ich für Sie tun? Herr Doktor Brinkmar, Ihre Gattin hat uns durch Ihren Anwalt mitteilen lassen, Sie würden ihr nach dem Leben trachten. Und da bestellen Sie mich nicht ins Präsidium, sondern kommen hierher. Ich wollte Sie in Ihrem Haus kennenlernen. Und ich hätte gern das Präsidium kennengelernt. Haben Sie auch schon Erkundigungen über mich eingezogen? Ja, das habe ich. Darf ich Ihre Frage ökonomisch beantworten? Bitte sehr, ich bin viel zu neugierig. Sie werden alles in allem auf 25 Millionen geschätzt. Wie Sie das sagen? Na gut. Ziemlich genau. Angestammtes und Verdientes. Wo ist Ihre Gattin jetzt? Danke, Georg. Wir brauchen wirklich nichts. Deswegen komme ich nicht. Ich wollte nur sagen, Ihre Frau ist in die Stadt gefahren, ohne Chauffeur. Danke, Georg. Warum sagt er Ihnen jetzt, dass sie in die Stadt gefahren ist? Das ist eines seiner Rituale, mit denen er uns belehren will. Er will uns vorführen, wie es sein müsste. Und wie ist es wirklich? Eine Katastrophe. Ich kann auch sagen, eine ganz gewöhnliche Katastrophe, eine von zigtausenden. Zurzeit verkehren wir nur über unseren Butler miteinander. Ich habe eine Freundin, eine Sekretärin, Frau Berthold. Und ich will mich seit Jahren scheiden lassen. Sind Sie verheiratet? Nein, ich bin auch geschieden. Auch? Ist gut. Verzeihung, ich meine, ich bin geschieden. Zunächst war meine Frau mit der Scheidung einverstanden. Ich wollte alles mit ihr teilen, auch ohne das neue Scheidungsgesetz wollte ich das. Aber dann verunglückte ihr Freund tödlich. Von da ab war alles anders. Was war anders? Verzeihung, Herr Dr. Brinkmann. Darf ich Sie daran erinnern, dass Sie ins Büro müssen? Sagen Sie, Frau Berthold, ich komme erst um 5 und möchte dann mit ihr ins Kino gehen, ins neue Ari. Sehr wohl.
wetten, dass er das Letzte nicht ausrichtet? Sie sagten vorhin, es war anders. Was war anders? Ich weiß auch nicht. Der Tod Ihres Freundes. Sie war sehr unglücklich. Und Ihr Unglück personifizierte sich mehr und mehr in Hass auf mich. Ja. Und jetzt will sie sich nur scheiden lassen, wenn sie alles kriegt. Nach den neuen Scheidungsgesetzen geht das doch gar nicht. Es geht ja auch gar nicht darum. Sie lässt mich von Detektiven beobachten. Sie hat Leute in meinem Betrieb bestochen, die für sie in meinen Büchern herumsuchen. Sie will mich vernichten. Bestrafen. Auslöschen. Oder wie immer man das nennen will. Und Sie? Was und ich? Ja, so gesehen ist es eben doch keine gewöhnliche Katastrophe. Ich lasse Sie inzwischen auch beobachten. Ich weiß zwar nicht warum, aber ich tue es auch. Wir sind Sie ja. Guten Tag, Frau Brinkmann. Grüß Gott. Ich hoffe, ich habe nicht gestört.
Das verstehe ich nicht. Hier ist Gerd. Ja, was ist denn? Marianne Brinkmeier ist ins Krankenhaus eingeliefert worden, rechts der Isar. Erschossen oder angeschossen, das habe ich noch nicht raus. Komm sofort hin, ja? Ins Krankenhaus. Martin Brenner auch. Hände. Es ist möglich, dass er etwas gemerkt hat. Heute Morgen fragte er mich, wo ich meine Abende verbringe. Wohin ist er mir nachgefahren? Er hat mich bis zur U-Bahn verfolgt. Was willst du tun? Ist was? Was können wir tun? Nee. Wenn er dahinter kommt, würde er versuchen, uns zu trennen. Wirklich nicht? Garage unter seine Nein. Station. Wollen wir gehen? Ja. Ja. Als ich da unten stand, kam mir plötzlich der Gedanke, dass es ein geeigneter Ort wäre, wenn ihn einer umbringen wollte. Yes. So ein Gedanken wird mir noch schwer wieder los. Wir sind wahnsinnig, völlig wahnsinnig. Und wenn wir vor der Wahl stünden, uns zu trennen. Hör auf. Oder? Hör auf. Diese junge Dame hier war dabei, Frau Remus. Köster, freut mich sehr. Sie hat neben Frau Brinkmann auf der Bank gesessen. Na, da können Sie uns ja viel erzählen, nicht? Naja, Frau Remus ist Privatdetektiv. Wir arbeiten für Frau Brinkmann. Und ich habe eigentlich überhaupt nicht die Absicht, irgendetwas zu sagen. Jedenfalls im Moment nicht. Was ist das denn? Warum sind das her? Aus dem amerikanischen Krimi? Bitte, könnten Sie vielleicht etwas leiser sein? Sie sind ja nicht zu Hause. Verzeihen Sie bitte. Entschuldigung. Ich würde Ihnen raten, sofort auszusagen. Herr Brenner wird ein Protokoll aufsetzen und er wird Ihnen unsere Gesetze erklären, Fräulein. Frau Remus. Ja. Also, wenn ich Ihnen sage, ich werde nichts aussagen. Jetzt nicht, später nicht, überhaupt nicht. Ja, warum antworten Sie nicht? Sprechen Sie nicht mehr mit mir, oder was? Ich werde nichts aussagen. Schwester Erika? Sie sind von der Polizei? Ja. Wo ist Frau Brinkmann? Frau Brinkmann, die wird noch operiert. Wollen Sie hier warten? Was hat sie für eine Narkose? Lokal. Wie schwer ist Ihre Verletzung? Ein Steckschuss im rechten Oberarm. Im linken Oberarm. Ach so. Wollen Sie nun hier warten oder nicht? Ja, wir warten. Der Schusskanal geht von oben nach unten. Wahrscheinlich hat er vom Hotel aus geschossen. Wer? Er? Es. Hier kommt eine Wache her, rund um die Uhr. Und dann wird Dr. Ludger Brinkmann observiert. Seine Sekretärin, Frau Berthold, auch. Das ist auch seine Freundin. Stell die Leute selbst zusammen, Gerd. Und Brenner übernimmt das Observieren. Und kein Loch, keine Lücke. Klar? Alles klar. Moment. Die beiden sind im Kino, in der Türkenstraße. Aha. Moment. Die Vorstellung ist um 19.30 Uhr zu Ende. Ah, Sie kennen sich ja schon wieder ganz gut aus. Moment. Dann möchte ich Herrn Dr. Ludger Brinkmann hier sehen, ja? Nach dem Kino. Jetzt könntest du gehen. Aha. Ich nehme nur ihn mit. Du übernimmst bei ihr die erste Runde. Gut, ich übernehme die erste Runde. Herr Dr. Brinkmann. Ja, bitte. Heimann, Kriminalpolizei. Herr Köster bittet Sie, mit mir zu kommen. Auf Ihre Frau ist ein Anschlag verübt worden. Oh mein Gott. Ist es auf Sie geschossen worden? Nein, sie lebt. Ja. Du, ich rufe dich an. Ja. Bitte kommen Sie.
Was schauen Sie mich so an? Was haben Sie erwartet? Eine Geisteskranke? Oder noch was Schlimmeres? Nein, nein. Doch, doch. Ich sehe es Ihnen an. Wenigstens Polizisten sollten nicht lügen. Alle anderen dürfen. Das ist Dr. Westphal, mein Rechtsanwalt. Guten Tag. Köster. Westphal. Sie brauchen nicht gleich böse zu werden. Dr. Westphal wird nur zuhören. Wieso kennen wir uns nicht? Herr Dr. Westphal ist kein Strafverteidiger. Das Schlimme ist, ich kann Ihnen nicht einmal etwas sagen. Nichts. Ich habe nichts gesehen. Ich habe auch nicht einmal den Schuss gehört. Absolut nichts. Ich habe nichts bemerkt. Und noch etwas, Herr Köster. Ich werde meinen Mann jetzt weder angreifen noch beschuldigen. Das alles wird jetzt Ihre Sache sein. Warum fühlen Sie sich von ihm bedroht? Er lässt mich Tag und Nacht beobachten. Ich empfinde das als Bedrohung. Na, Sie lassen ihn doch auch beobachten. Ich? Ja. Wir bekommen das gerade von Ihrer Privatdetektivin erklärt. Ich möchte dazu jetzt nichts sagen. Das müssen Sie auch nicht, gnädige Frau. Ich wollte eigentlich gar keine Versammlung. Das ist Professor Schramm, mein Arzt. Ja, an mich werden Sie sich schon gewöhnen müssen. Ich werde nämlich entscheiden, wann das Gespräch zu Ende ist. Ihr Mann wird auch gleich kommen. Ich habe ihn hierher bestellt. Was haben Sie? Ich will ihn nicht sehen! Haben Sie gehört? Machen Sie, dass Sie hinauskommen! Raus mit Ihnen! Ich will ihn nicht sehen! Wiederschauen, die Herrschaften. Wiederschauen. Guten Abend, Herr Wallner. Wie geht's Ihrer Frau? Bleiben Sie auf sitzen. Nicht besonders. Oh, das tut mir leid. Gehen Sie bloß nicht rein. Ihre Frau will Sie nicht sehen. Mich hat sie rausgeschmissen. Und wie geht es ihr? Großartig. Die hat ein fabelhaftes Temperament. Schenken Sie die Blumen mir? Dankeschön. Hier, Wallner. Oh, bitte bleiben Sie auf Sitzen. Nehmen Sie Blumen mit für Ihre Frau. Sagen Sie ein Gruß von mir, ja? Danke, Herr Köster. Der Herr Wallner sitzt hier zum Schutz für Ihre Frau. Aber seine Frau liegt in einem anderen Krankenhaus. Sie ist schwer krank. Ja, Herr Doktor, dann lernen Sie das Präsidium ja doch noch kennen, nicht? Ja. Haben Sie einen Wagen mit? Mein Chauffeur wartet. Also dann in einer Stunde bitte bei mir, ja? Okay. Wiederschauen. Wiedersehen. Das Geschoss aus der Wunde am linken Oberarm von Frau Brinkmeier ist im Labor. So viel steht fest. Es passt in das Gewehr, das auf dem Dach des Hotels lag. Fingerspuren keine. Dafür auf dem Futteral umso mehr. Hunderte, wenn Sie so wollen. Niemand hat den Mann oder die Frau mit dem Gewehr oder mit dem Futteral gesehen. Ja, alle Bewachungen stehen. Eine folgt jetzt Dr. Brinkmann ins Präsidium. Thank you.
Und wir haben uns schnell wiedergesehen, nicht? Vorhin? Ja. Jetzt schon wieder? Sieht nicht gut aus für mich, nicht? Nein. Tja, irgendwo muss ich ja anfangen. Wollen Sie einen Anwalt? Nein, ich komme da allein durch. Das will ich auch. Halten Sie mich wirklich für so kaltblütig, dass ich, während ich mit Ihnen rede, während ich mit Ihnen in meinem Arbeitszimmer sitze, gleichzeitig einen Mordanschlag gegen meine Frau laufen habe? Nein. Aber wie gesagt, irgendwo muss ich ja anfangen. Da kommen Sie in Frage. Und? Und? Nun sagen Sie nicht Frau Berthold. Nein, Frau Berthold würde keiner Fliege was zuleide tun. Sie bestimmt nicht, nein. Dann, Dann? Was wollen Sie sagen mit dann? Ja, dann halten Sie sich lieber an mich. Das sehen Sie. Da sind wir schon wieder ein kleines Stückchen weiter. Gegen meine Frau werde ich auch nichts mehr sagen. Was heißt auch? Na, streichen Sie es auch. Das brauchen Sie nicht. Niemand wird auf sich selber schießen lassen. Haben Sie einen Haftbefehl gegen mich? Sagen Sie es nur. Nein. Den würde im Moment kein Richter unterschreiben. So. Also, ich fasse jetzt mal zusammen, was wir heute Nachmittag geredet haben. Und was wir jetzt reden, und wenn ich was falsch mache, dann korrigieren Sie mich, nicht? Berthold? Ja? Wann reisen Sie ab? Ja. Vielen Dank nochmals. Gut. Ich denke ja. Machen wir Schluss für heute. Aber wir werden jetzt jeden Tag miteinander zu tun haben. Ich möchte gern das Krankenhaus anrufen. Ich will mit meiner Frau sprechen. Sie haben doch die Nummer, bitte. Na ja, auf Ihre Verantwortung. Sie wird schlafen. Es ist 11:30. Soll ich rausgehen? Nein, im Gegenteil. Ich möchte, dass Sie mithören. Herr Weiner? Dieser Wagen ist, soweit wir wissen, das Tatfahrzeug. Er wurde etwa 2 Kilometer vom Krankenhaus entfernt aufgefunden. Abgestellt aufgefunden. Das war heute früh um 7.15 Uhr. Der Besitzer hat das Verschwinden des Wagens bis dahin gar nicht bemerkt. Er hatte den Wagen gestern gegen 20 Uhr am Shakespeare-Platz abgestellt. Ich verstehe das immer noch nicht, Herr Köster. Wo konnten die Täter die Informationen herhaben? Aus den Zeitungen, Herr Millinger. Die meisten Morgenzeitungen erscheinen ja abends, nicht? Und da stand ja alles drin, was mit Frau Brinkmann passiert ist. Wann, wo sie liegt,
in welchem Krankenhaus, wie viele Millionen sie hat, beziehungsweise ihr Mann. Stand ja alles drin. Herr Köster, könnten wir eine gewisse Reihenfolge einhalten? Ja, natürlich, Herr Staatsanwalt. Also, die Entführung muss zwischen 23.20 Uhr und 23.30 Uhr passiert sein, laut Aussage des Pförtners und Herrn Wallners. Ich weiß nicht, ist Herr Wallner hier? Hier, bitte. Ich hätte Sie gerne noch nachher gesprochen. Jawohl. Nach Aussage des Arztes von Frau Brinkmar war sie trotz der Schussverletzung in guter Verfassung. Herr Köster, ich wollte nur sagen, dass der Wagen im Moment auf Spuren untersucht wird. Ich bitte noch mal, eine gewisse Reihenfolge einzuhalten. Wir haben mit Hilfe von Herrn Wallner und dem Pförtner Phantomzeichnungen der Täter angefertigt, die wir bei der Fahndung verwenden wollen. Auch das Fernsehen wollen wir um Unterstützung bitten. Vorausgesetzt Ihr Einverständnis, Herr Staatsanwalt. Da die Täter keine Masken trugen, gehen wir davon aus, dass sie nicht polizeibekannt sind. Bei uns sind sie es jedenfalls nicht. Interpol haben wir schon benachrichtigt. Darf ich das auch hören, meine Herren, was Sie da sagen? Aber natürlich, lieber Köster. Wir haben uns eben geeinigt, dass wir das Fernsehen einschalten wollen. Danke. Bitte, bitte. Ja, einer der Täter hat Deutsch mit fremdartigem Akzent gesprochen. Ansonsten hatten sie weiße Hosen an, weiße Kittel und weiße Hemden, sodass der Pförtner sie zunächst für Krankenpfleger gehalten hat, ja? Herr Köster. Ja, Herr Leitner. Sehen Sie irgendwelche Zusammenhänge zwischen dem Anschlag auf Frau Brinkmar und der Entführung? Nein, ich weiß nichts. Das ist eine völlig undurchsichtige Geschichte, bis jetzt. Möchten Sie einen zweiten Mann haben? Nein, das möchte ich nicht. Ich meine, der Ihnen hilft. Nein, ich glaube, der ganze Dreh- und Angelpunkt liegt bei Herrn Dr. Ludger Brinkmar. Ich habe eine Beziehung zu ihm gefunden. Und jeder andere würde mich dabei nur stören. Wollen Sie nun einen Haftbefehl gegen Dr. Brinkmar, ja oder nein? Nein. Gestern hätte ich gerne einen gehabt, aber heute nicht. Habe ich Sie eben richtig verstanden? Ja, Sie haben mich richtig verstanden, Herr Staatsanwalt. Ich brauche doch den Mann, denn der hat das Geld. Ohne das Geld werden wir vielleicht Frau Brinkmar nicht lebend wiedersehen. Ja, ich denke, Sie haben ihn im Verdacht, den Mordanschlag auf seine Frau organisiert zu haben. Ja, das habe ich auch. Aber trotzdem, oder gerade deswegen. Oh Gott, Köster. Richtig, Herr Millinger. Oh Gott, Köster. Aber trotzdem, ich möchte betonen, dass die Fahndung erst anlaufen kann, wenn wir die Einwilligung und die Zustimmung von Herrn Dr. Brinkmar haben. Aber ich habe das Gefühl, dass er uns die vorläufig nicht geben wird. Danke, meine Herren. Bitte Licht. Okay. Vielleicht doch einen Tee? Oder Kaffee? Einen Sherry? Nein, danke, wir sind gleich fertig. Oder ein Bier? Merkwürdig. Es kam mir eben so vor, als ob wir uns schon lange kennen würden. Ja, das ist merkwürdig. Dabei passen wir doch gar nicht zusammen. Was wollten Sie eigentlich von Ihrer Frau gestern Nacht mit dem Anruf? Ich wollte Ihnen beweisen, dass sie lügt. Hat sie nicht gesagt, dass vor 5 Tagen schon einmal auf Sie geschossen worden ist? Nein. Vor 5 Tagen kam sie damit an. Warum hat sie Ihnen nichts davon gesagt? Gestern ist aber auf Sie geschossen worden. Das ist zu beweisen. Wir sind fertig, Herr Köster. Gut, Herr Sellmeier, dann könnt ihr ja gehen. Ne? Wiederschauen. Dankeschön, Wiederschauen. Und wie soll das jetzt weitergehen? Ich bleibe jetzt erstmal hier die nächsten paar Stunden. Und dann kommt der Kollege Heimann und löst mich ab. Und dann kommt der Herr Brenner und löst den Heimann ab. Dann komme ich wieder. Mittlerweile werden ja die Entführer doch mal angerufen haben, nicht wahr? Herr Köster, könnten Sie sich vorstellen, dass Sie hier bleiben? Ich meine jetzt, dass Sie hier schlafen, essen, wohnen. Ich kann im Augenblick keinen anderen Menschen um mich haben. Geht das vielleicht? Ja,
Wir können es ja mal versuchen. Sagen, warum Sie hier sind, warum Sie geblieben sind. Ja, ich bitte darum. Sie brauchen mich. Das heißt, Sie brauchen mein Geld, um meine Frau wieder lebend herauszubekommen. Stimmt's? Soll ich Ihnen mal sagen, was Sie eben gedacht haben? Was habe ich gedacht? Dass das eine großartige Gelegenheit ist. Es ist alles ganz legal. Sie brauchen sich nur zu weigern zu zahlen, dann wird man Ihre Frau umbringen. Und wie wollen Sie das verhindern? Ich kann es vielleicht moralisch verhindern. Die Sache wird eine große Öffentlichkeit ansprechen. Das tut sie jetzt schon. Und wenn ich keine Moral habe? Ich lasse eine ganze Gruppe von Leuten daran arbeiten, Ihnen den Mordanschlag auf Ihre Frau zu beweisen. Soll das ein Geschäft werden? Ich kann doch mit Ihnen kein Geschäft machen. Ich kann Sie nur unter Druck setzen. Zum Wohl. Zum Wohl. Ich müsste für eine Stunde am Tag ins Büro. Nein, das möchte ich nicht. Ich möchte schon, dass Sie hier bleiben. Na schön, dann kommt Frau Berthold einmal am Tag her. Nein, keine Vertretung. Ich möchte nicht, dass Sie Kontakt mit Frau Berthold haben. Gut, eine Vertretung. Brinkmar? Haben Sie die Polizei da? Nein. Wie geht es meiner Frau? Sagen Sie, was Sie von mir wollen. Sie haben Polizei da. Aber mag nichts. Ich möchte meine Frau sprechen. Sonst passiert überhaupt nichts. Wir melden uns wieder. Für eine Fangschaltung war das zu kurz. Ja? Entschuldigung, schlafen Sie schon? Nein. Kommen Sie ruhig rein, Georg. Wenn Sie noch Durst haben oder nicht schlafen können, bitte. Danke, Georg. Ich kann immer schlafen. Sie sollten doch Schluss machen, hat Dr. Brinkmar vorhin zu Ihnen gesagt. Ich mache nie Schluss. Nur Herr Doktor Brinkmann merkt es nicht. Sagen wir nicht immer. Ja. Wollen wir uns mal ein bisschen über ihn unterhalten? Oder über seine Frau? Das glaube ich nicht. Es sei denn, Herr Doktor Brinkmann wünscht ausdrücklich, dass ich von ihm rede. Sie müssen das verstehen. Ja, das verstehe ich. Georg. Gute Nacht. Gute Nacht. Lassen Sie die Tür bitte offen. Distinguierter Verein. Ja.
Haben Sie noch das Tonband von heute Nacht? Nein, ich habe es abholen lassen. Da haben Sie noch geschlafen. Wir lassen es analysieren im Labor. Eine Stimmenanalyse. Ich fand Sie sehr cool letzte Nacht, als Sie einen Führer anriefen. So, fanden Sie. Warum ruft eigentlich Frau Berthold nicht an? Ich habe Sie gebeten, nicht anzurufen. Weil ich nicht möchte, dass Sie unsere Gespräche mithören. Das verstehe ich. Das verstehe ich sehr gut. Lassen Sie Frau Berthold beobachten. Ja. Herr Doktor, würden Sie mir mal Ihre Beziehung zu Ihrer Frau schildern? Ein Berg an Gefühlen. Wir sind beide Giganten. Ja, ich bin der Kleinere. Aber die Gesellschaft hat mir die bessere Rolle gegeben. Unseren Kampf haben wir so hart geführt, dass wir vergessen haben, wie sehr wir uns einmal liebten. Was ist übrig geblieben? Zerstören, bewundern, hassen. Zuneigung, ja? Auch Zuneigung. Aber immer wieder und öfter. Hass. Auch Angst. Das wird meine Sekretärin sein. Die andere, die zweite. Marianne? Ich darf nur mit Ja oder Nein antworten. Wie geht es dir? Sag was! Geht es dir gut? Ja. Soll ich tun, was Sie sagen? Ja. Herr Dr. Brinkmann ist nicht zu sprechen. Nein, auch zu Hause nicht. Ja, vielen Dank. Auf Wiederhören. Marga? Ich habe das oft durchgespielt. Für mich. Was wäre, wenn nicht ich den Betrieb hätte, sondern Sie, Marianne? Wissen Sie, was ich glaube? Sie wäre härter, besser, genauer, erfolgreicher, meine Frau. Warum haben Sie es nicht ausprobiert? Aus Angst. Pure Angst, dass es wirklich so wäre. Ich glaube ja überhaupt, dass Frauen die größere Substanz haben. Nach 100.000 Jahren Männerkultur oder wie viel es sein will. Meine Frau und ich, wir haben uns an der Universität kennengelernt und unsere Beziehung hatte von Anfang an etwas Ausschließliches. Brinkmann. Wir sind es wieder. Hören Sie zu. Wir wollen 25 Millionen. Alte Scheine in zwei Koffern. Und keine Polizei.
Sonst wir machen Ihre Frau kaputt. Wir rufen wieder an. So eine Forderung stellt nur ein Mensch, nur ein Mensch. Sie, meine Frau. Das ist doch Wahnsinn. Ich weiß es. Niemand anders könnte das tun, nur sie. Sie will mich auslöschen. Und sie schafft es. Ich gebe auf. Herr Köster, jetzt sind Sie dran. Was heißt das? Sie sollen die Entscheidung treffen. Wenn ich recht habe, müssen Sie für den Rest Ihres Lebens damit fertig werden, dass uns diese Frau reingelegt hat, um 25 Millionen. Dass sie mich ruiniert hat. Können Sie das? Und wenn Sie nicht recht haben? Also ich meine, wenn ich nicht zahle, weil ich glaube, dass ich recht habe. Ja, dann... Nun müssen wir beide damit leben, wohl möglich, dass man meine Frau umgebracht hat. Können Sie das Geld auftreiben? Ja. Wenn ich den beiden Banken, mit denen ich arbeite, meinen Betrieb übereigne... Dann machen Sie das. Dann machen Sie das, dann machen Sie das, dann machen Sie das. Ich bin doch wahnsinnig, was ich da mache. Aber Sie auch, Herr Köster, Sie auch. Sagen Sie mal, kriegt man so viel Geld eigentlich in zwei Koffer? Das ist sogar in einen. Das ist gar nicht so lange her, da hatten wir sowas. Oder besorgen Sie das Geld wieder? Das werde ich versuchen. Aber Sie können es nicht versprechen, nicht wahr? Also wenn wir beide das hier überstanden haben, dann sagen Sie mir mal Ihren Jahresverdienst abgemacht. Ja, ist abgemacht. Was werden Sie nun tun? Jetzt? Werde ich meine beiden Banken zu einem hübschen Mittagessen bitten. Herr Köster? Was ist denn? Ein Herr Heimann will Sie sprechen. Ja, der soll doch reinkommen. Er will nicht. Sie sollen rauskommen. Ja. Was ist denn? Ich hab da jemanden, den müssen Sie sich unbedingt anhören. Wo ist der? Im Auto. Köster? Preuß, Werner Preuß, Privatdetektiv. Ach du Liebe, das hatten wir doch schon mal. Na hören Sie mal, ich muss überhaupt nichts sagen. Ich bringe mich sowieso im Kopf und Kragen mit dem, was ich hier mache. Seien Sie so nett und erzählen Sie es nochmal. Ja, bitte. Ich kenne möglicherweise den Mann, der Frau Brinkmann geschossen hat. Warum kommen Sie jetzt erst damit? Dass ich überhaupt komme, hat etwas mit meinem Gewissen zu tun. Und erst dann mit meinem Job. Ich arbeite im Auftrag von Herrn Dr. Brinkmann. Der Typ ist mir aufgefallen, als er Frau Brinkmann beobachtet hat. Es ist ein eiskalter Profi und deshalb hat er mich interessiert, so rein privat. Er ist Engländer. Gewohnt hat im Hotel Xylander, eingetragen als Oscar Hamilton. Von der Vermittlung habe ich zwei Telefonnummern, die er in London angerufen hat. Er ist heute früh mit der 7:15 Uhr-Maschine nach London zurückgeflogen. Jetzt kommt der Hammer. Also, wenn irgendetwas schief geht, dann kann ich auswandern. Ach, wir können doch nicht alle auswandern. Es ist ja keiner mehr da. Der Typ, der Engländer, hat sich zweimal mit Frau Berthold getroffen. Einmal in einem Café und einmal im Park. Los jetzt.
Weißt du, wo der jetzt hinfährt? Nein. Der fährt zu seinen Banken, um seine Firma zu verkaufen für 25 Millionen. Das Geld braucht er, um seine Frau freizukaufen. Der Mann läuft doch Amok, der zahlt doch keinen Pfennig, wenn wir die Berthold verhaften. Genau das will er doch verhindern. Er will seine Freundin raushalten. Aber weißt du, was passiert, wenn er nicht zahlt? Dann kann ich für den Rest meines Lebens mit einem Mord an Frau Brinkmar leben. Ja, und jetzt? Wann ist die Geldübergabe? Morgen, kann ich mir vorstellen. Ich kann dich ja benachrichtigen. Und wie soll diese Übergabe stattfinden? Wie? Da bei solchen Summen gibt's doch bekannte und berühmte Muster. Der Mann wird dahin bestellt, dann wird er dahin bestellt, dann wird er dahin bestellt und dann in ein Hotel. Und wenn er telefonieren will, da klaut ihm einer der Entführer die Koffer. Sie werden sich eine andere Arbeit suchen müssen, Georg. Das Haus ist weg. Das Grundstück ist verkauft. Sehr wohl. Gehen Sie in die Schweiz zurück? Ja, ich werde in die Schweiz gehen. Darf ich noch sagen, dass draußen etwa 8 Journalisten herumlungern? Lassen Sie sie herumlungern. Sie können jetzt Schluss machen. Danke, Georg. Guten Tag. Herr Dr. Brinkmar? Ja. Bitte zum Telefon. Brinkmar. Josef Bark, grüß Gott. Ist ein Herr Brinkmar da, bitte? Ja, hier. Ein Gespräch bitte für Sie. Brinkmar? Ja, in einer knappen Viertelstunde könnte ich da sein. Sagen Sie mal mir... Was kann ich für Sie tun, mein Herr? Mir sind eben 2 Koffer gestohlen worden. Gott, ist das peinlich.
Was war denn drin? Eigentlich auch lieber so. Guten Tag. Moment mal. Wo sind Sie denn? Ich bin in der Schweiz. Ja. Aber ich bräuchte Sie doch hier. Wir müssen uns doch unterhalten. Wir haben uns zu unterhalten. Sehr viel sogar. Ich wüsste nichts, was mich wieder in die Bundesrepublik zurückbringen könnte. Ich habe auch nicht die Absicht, Sie zu unterschätzen, Herr Köster. Was weiß ich, was Sie sich ausdenken? Sie müssen sich schon hierher bemühen. Luzern, Birkenstock. Eine wunderschöne Adresse. Aber wenn Sie nichts zu verbergen haben, dann können Sie doch auch hierher kommen. Ich bleibe hier. Ich weiß sogar schon, was ich tun werde. Ach bitte, Herr Köster, grüßen Sie meinen Mann von mir. Und wenn irgendetwas sein sollte, kommen Sie einfach her. Verzeihung, aber der Kellner hat den falschen Tee gebracht. Ihre Frau hat angerufen. Sie ist in der Schweiz. Sie lässt Sie grüßen und weigert sich, hierher zu kommen. Sie können aufhören, sich was vorzumachen, Herr Köster. Was werden Sie jetzt tun? Ich fahre in die Schweiz. Sie muss ausgeliefert werden. Sie werden Marianne Brinkmar auch nicht schaffen. Ja, wollen wir zum Abschluss vielleicht noch etwas trinken? Nein, danke, ich muss weg. Irgendwann erfahren Sie es ja doch. Spätestens in einer Stunde. Was erfahre ich? Wir müssen Frau Berthold verhaften. Wir wissen, dass sie den Mordanschlag auf ihre Frau angestiftet hat. Ich weiß, dass das schlimm ist für Sie. Und ist das alles, Herr Köster? Vorläufig.